Für viele Unternehmer ein Albtraum. Hacker im eigenen IT-System. Persönliche und Kundendaten dem Zugriff Fremder ausgeliefert. Der Schaden unabsehbar. Die Täter? Tatsächlich oft keine jungen Männer in dunklen Kellern. Wo die Gefahren lauern, darüber informierte die Industrie- und Handelskammer Magdeburg gemeinsam mit dem Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt am 6. November bei ihrem Wirtschaftsschutztag. Schwerpunkt war die Gefahrenabwehr und Vermeidung im digitalen Bereich, zu dem zahlreiche Experten eingeladen waren. Eine der ersten Erkenntnisse: auch hinter Viren und Schadprogrammen steckt eine eigene Industrie. Ja, tatsächlich ist es so, dass Malware oder Viren oder Trojaner, also Schadprogramme im Allgemeinen, auch einen Wirtschaftszweig darstellen. Ja? Also es ist so, dass da Menschen sitzen, die quasi eine Software entwickeln und die damit Geld verdienen wollen. Das heißt also, wir haben Entwickler von Schadprogrammen und wir haben Leute, die sie einbringen in Systeme und wir haben Leute, die die Daten, die dadurch gewonnen werden, dann eben nachher zu Geld machen. Und diese Menschen sitzen auf der ganzen Welt verteilt. Angriffe auf die eigene IT aus dem Ausland sind ebenso möglich wie die Infizierung der eigenen Geräte bei Auslandsaufenthalten. Aber auch wer nicht selbst in der Welt unterwegs ist, kann einige einfache Regeln beachten, die das eigene Netzwerk schützen. Erster Schutz, glaube ich, ist patchen, wo es geht. Also alle Systeme auf aktuellem Stand halten. Dann Updates. Updates fahren und zweiter Tipp, Backups, ne, schützt vor allem gegen Ransomware und dagegen, dass ich ausgesperrt werde und für teuer Geld nachher eventuell meine Daten zurückkaufen muss, sehr ärgerlich und ansonsten einfach misstrauisch bleiben. Natürlich nicht gegenüber der Digitalisierung im Allgemeinen. Sie hat nicht nur vieles vereinfacht, sondern auch eigene Wirtschaftszweige geschaffen. Und in denen gilt es, auch für die Unternehmen im Kammerbezirk am Ball zu bleiben.